Hi meine Lieben, ja, ich sehe jetzt noch einen Tag für euch, und zwar der umstrittene Eltern- und Erziehungstag. Ich wurde gefragt von Annes Leben, ob ich mitmachen möchte, und dann habe ich mir das mal angeschaut und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso nicht? Ich finde den Tag sehr spezial, sage ich mal so, weil die Fragen, wie soll man sagen, sind schon ein bisschen krass, würde ich so sagen, aber ich beantworte sie trotzdem und ich mache gerne mit. Und dann fangen wir einfach bei der ersten Frage an, sonst dauert das eben zu lang. Erstens, das Baby tragen, ja oder nein? Also meine Tochter ist ja schon 2 und ich würde sie jetzt nicht mehr tragen. Also nur, wenn es wirklich sein muss, weil sie kann ja eben schon laufen. Wir kuscheln ja auch so im Bett und haben so Körperkontakt. Und sie ist mir auch wirklich zu schwer, weil man soll ja nicht so schwer tragen, wenn man schwanger ist und so. Ich trage sie also wirklich nur, wenn es sein muss. Und sie läuft auch sehr gerne. Sie möchte auch gar nicht so getragen werden. Das Baby, also wenn mein Baby jetzt auf der Welt ist, auf jeden Fall, weil es kann ja nur nicht laufen oder sonst was, da werde ich das Baby auf jeden Fall tragen, so lange wie es geht. Ja, finde ich auch wichtig, dass man das Baby auch trägt und auf den Arm hat und kuschelt, weil das ist einfach eine schöne Zeit und das sollte man genießen. Zweitens, ein Kind beschneiden lassen, ja oder nein? Ich würde meine Kinder nie beschneiden lassen, außer es ist irgendwas, dass es sein muss. Aber ich finde das total schrecklich. Vielleicht habt ihr den Film Wüstenblume gesehen. Da gibt es eine Szene und die finde ich ganz, ganz schrecklich. Und überhaupt, was die da so erzählen, es ist total die Verstümmelung und mir das wirklich leid. Und ich finde das total schrecklich. Ich würde das meiner Tochter nie antun oder meinem Sohn. Niemals. Also es muss wirklich sein, aber dann auch nur unter Narkose oder Betäubung oder so, nicht so wie die das da machen. Also es ist wirklich schrecklich und was die auch alles wegschneiden und wirklich übertrieben. Drittens, Baby oder Abtreibung? Also das ist ein heikles Thema, weil Abtreibung ist ja eigentlich Mord, wenn man es so sieht. Wie viele Wochen schlägt das Herz? Ich weiß jetzt gar nicht genau, aber ziemlich früh und ab da ist es eigentlich schon Mord. Ja, das ist ja auch nur ein Lebewesen und hat eigentlich ein Recht auf Leben. Und ja, es wird also richtig ermordet bei einer Abtreibung und das finde ich ganz schrecklich. Also ich würde meine Kinder nie abtreiben. Ich habe zwar drüber nachgedacht, da bin ich ehrlich, aber es war nur ganz kurz und dann habe ich mir gedacht, nee, ich will meine Kinder behalten. Und ja, ich finde, wenn man vergewaltigt worden ist, das hat auch jeder schon, der das Video gemacht hat, gesagt, dann würde ich es auch abtreiben, wahrscheinlich. Aber so, wenn ich jetzt einfach mal so schwanger werde, dann würde ich es behalten. Und man kann auch, wie soll man sagen, es gibt so viele Jugendliche, die einfach nicht aufpassen oder da sind sie einfach dann selber schuld, sage ich jetzt mal. Vielleicht habe ich jetzt viele Feinde, aber was soll man dann sagen? Es ist ein heikles Thema. Also für mich kommt Abtreibung nicht in die Frage. Fünf, was hältst du von Adoption? Würdest du ein Kind adoptieren? Ja, würde ich, wenn ich keine eigenen Kinder bekommen könnte, dann würde ich drüber nachdenken. Weil es ist ja auch schön, dass die Kinder dann auch eine Familie bekommen. Auf jeden Fall ja. Fünftens, würdest du die Ohren deines Kindes piercen lassen? Wenn ja, ab welchem Alter? Erst wenn das Kind, wenn meine Tochter zum Beispiel sagen würde, ich will das haben, dann würde ich sie aber noch ausdrücklich fragen, willst du das wirklich? Wenn sie dann ja sagt, dann sagen wir, okay, dann machen wir das, dann bekommst du das. Vorher nicht, weil das ist Schmuck im Körper
Und vielleicht will sie das nicht, vielleicht gefällt ihr das nicht und will später auch damit raus haben. Das kann sie selber später entscheiden, wenn sie reden kann. Sobald sie sagt, sie möchte es haben, können wir darüber reden. Vorher möchte ich das eher nicht machen, weil ich weiß nicht, das ist irgendwie doof. Ich finde es irgendwie doof, wenn man das einfach macht. Sechstens, Muttermilch oder Ersatzmilch? Ich finde beides okay. Muttermilch ist natürlich besser, sagt jeder. Aber wenn man nicht stillen kann, ist Ersatzmilch genauso gut. Also ich würde beides bevorzugen. Also ich würde beides benutzen und spricht nichts dagegen. Siebtens, wie stehst du dazu, das Kind zu haben? Wie würdest du das Kind tadeln? Also das Kind kauen auf keinen Fall, das muss überhaupt nicht sein. Wenn es was anstellt bei mir oder wenn sie nicht hört, dann geht sie halt in ihr Zimmer, denkt ein bisschen nach. Oder wenn man kurz vorm Ausrasten ist, dann geht man halt selber aus dem Zimmer und beruhigt sich. Das ist immer ein guter Tipp und 10 bis 10 oder so. Wenn man schon können die Kinder einen schon wirklich zur Weißglut bringen, vor allem wenn sie älter werden. Vor allem meine Tochter jetzt in ihrem Alter. Probiert alle Grenzen aus. Und entweder man schickt sie ins Zimmer, vor allem wenn sie rumhaut, rumschmeißt und zickt, dann tue ich sie ins Zimmer rein, dann beruhigt sie sich 5 Minuten und dann ist alles okay. Meistens. Oder ich gehe aus dem Raum und beruhige mich kurz, leg mich kurz ab und dann geht's wieder okay weiter. Also hauen auf keinen Fall. Das sind für mich keine Eltern. Das sind für mich Rabeneltern. Sorry. Achtens, ab wann lässt du dein Baby allein in deinem Kinderzimmer schlafen, in seinem Kinderzimmer schlafen? Wie lange hast du beim Baby im Zimmer geschlafen oder hat das Baby bei dir im Zimmer geschlafen? Also mein jetziges Kind, was jetzt dann kommt irgendwann, wird bei mir ein halbes Jahr in meinem Zimmer schlafen und dann in seinem eigenen. Die Lea hat am Anfang auch bei mir geschlafen. Ziemlich lang eigentlich, würde ich sagen. Sie hat ziemlich lang bei mir geschlafen. Und dann eben in ihrem eigenen Zimmer. Ja. Im Moment muss ich ein bisschen. Ja, wie lang? Ich glaube jetzt schon, bis sie eineinhalb war oder so. Und dann haben wir es in ihr Zimmer getan. Das Lustige ist immer, sie schläft in ihrem Zimmer und in der Nacht schleicht sie sich zu uns hin. Wir bekommen es aber nicht mit, in der Früh wachen wir auf. Hallo Lea! Wir wissen auch nicht, wann sie zu uns kommt. Kriegt es irgendwie nicht mit. Neuntens, wie stehst du zu öffentlichen und privaten Schulen? Welche Schule soll dein Kind besuchen? Darüber habe ich noch keine Gedanken gemacht. Private Schule, okay, wenn man das Geld dazu hat, gerne. Aber sonst ganz normale Hauptschule, denke ich mal. So wie ich. Sonst müssen wir uns echt mal Gedanken drüber machen. Das ist noch ein bisschen offen. Wir wissen ja noch nicht, was in 3 Jahren, 4 Jahren ist. 4, 5 Jahren ist. Wissen wir einfach noch nicht. Zehntens, wie stehst du zu Kinderimpfungen? Ja, ich mache die Impfungen. Ein paar sind wichtig, paar sind unwichtig, finde ich. Es muss nicht alles sein. Es ist genauso wie in der Schwangerschaft. Man muss nicht alle Untersuchungen machen, was der Arzt sagt. Es ist nicht alles wichtig. Genauso ist es mit den Impfungen. Es ist nicht alles wichtig, aber manche sollte man schon machen und ich mache sie. 11. Stoffwindeln bzw. Einmalwindeln. Was bevorzugst du? Ich bevorzuge Einmalwindeln. Stoffwindeln finde ich irgendwie eklig, stelle ich mir zumindest eklig vor, die dann zu waschen oder wegzuschmeißen. Ja, ich weiß nicht, tut man die dann waschen? Ich kenne die gar nicht so wirklich. Tut man die waschen? Auf jeden Fall benutze ich lieber Einmalwindeln, die zieht man aus, schmeißt man weg und fertig. Auf jeden Fall bevorzuge ich die. Und das waren schon 11 Fragen, Leute. Das Video ist schon wieder lang geworden. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht lauter Feinde, weil ich die Fragen ehrlich beantwortet habe. Macht doch mit.
Der Tag ist wirklich sehr spezial. Und ich danke dich für, danke, ich bedanke mich fürs Taggen, Annes Lieben. Und macht mit und wir sehen uns. Tschüss.